Mobile Game! Aber zuerst eine kleine Werbeunterbrechung für unseren Sponsor Opera! Wir alle sind im Netz unterwegs und für 99% der Dinge braucht man was dafür? Richtig, Axel! Freies Internet! Und jetzt setz dich bitte! Oder geh! Weit weg! Aber auch ein Browser und der Name Opera ist den meisten schon ein Begriff. Die neue Version gibt's allerdings jetzt für Desktop- und Mobile-Geräte und hat ein paar geile Features mit dabei. Ihr habt keinen Bock, dass jeder euren Internetverlauf auslesen kann, als wärt ihr die Staatsbibliothek? Dann knallt euch den integrierten VPN rein und erhöht eure Security im Netz. Ihr wollt Kryptowährungen traden, kaufen, verkaufen oder übertragen? Opera got you covered mit der integrierten Krypto-Wallet. Theoretisch könnte ich euch jetzt auch sagen, dass Opera direkt mit einem integrierten Werbeblocker kommt, aber ich bin jung und ich brauche das Geld, okay? Und irgendjemand muss Paul bezahlen. Aber Spaß beiseite. Normalerweise installiert man ja Windows und haut dann den Standardbrowser in die Tonne, nachdem man einen ordentlichen runtergeladen hat. Und ich kann nur sagen, probiert Opera aus. Er kostet nichts und kann das hier. Mit dem Video-Pop-Out kannst du jedes Video, das du dir anschaust, einfach hinschieben, wo du willst. Und dabei zum Beispiel Kommentare lesen und beantworten oder sonst irgendwas machen. WhatsApp und andere Messengers sind auch direkt integriert. Ihr könnt also auch eurem Cutter direkt schreiben, was er machen soll, während ihr eure eigenen Videos schaut. Und das Beste, dank Flow könnt ihr mobil da weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Und ja, es gibt auch einen Nachtmodus, Leute. Was denkt ihr, wer wir sind? Klickt jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung oder holt euch die App aus dem Store eurer Wahl für euer Handy. Dieses Video wird OP. Ra! Hey Leute, wir schauen auf die japanische Werbung. Mit dabei, Night Factory! Die man übrigens abonnieren kann. Wir schauen jetzt mit Opera übrigens japanische Werbung. Hajime Mashite. Ist schön, dich kennenzulernen, Gesundheit, Bruder. Gesundheit, sag ich da. Ich hab direkt eine Frage. Ja. Guck mal, das ist doch Anime, oder? In gewisser Weise ja. Aber wer ist sie? Das ist, Die ist aber echt. Oder die ist einfach nur, also das Budget hat für die anderen beiden nicht mehr gereicht, weißt du? Du willst mir also sagen, mit Opera kann man einfach Videos im Browser abspielen, die man vom Desktop da reingezogen hat? Das ist ja krass. Ich würde so gerne Japanisch sprechen. Oh, ist das denn noch mehr? Hey, hey. Boah. Ich würde gerne wissen, was er zu ihr sagt. So, hey, du stinkst unter den Armen. Paul? Glaubst du, ursprünglich waren das zwei Schauspielerinnen, aber die eine war so scheiße, dass sie gesagt haben, nee, wir zeichnen da jetzt einfach eine, weil auf der anderen Seite ist ja die, die ist gut, aber die, nee. Das ist so, wie wir das bei mit Luke immer machen. Wenn ich mit Luke aufnehme, sieht man am Ende das hier. Paul, du musst da jetzt einen animierten Luke reinmachen. Tut mir leid. Direkt Frage, worum geht's? Um Mode? Oder um Final Fantasy Mobile? Ich glaube, es geht nicht um Mode. Es geht irgendwie um Rückenrasierer oder sowas. Okay, das haben sie aber von einer anderen Werbung geklaut. Was ist denn das jetzt? Guck mal, eine dicke Raupe. Sind das echte Menschen in einem Kostüm oder ist das animiert? Und zwar sind die Tanzanimationen von einem digitalen Künstler. Ich weiß, wen du meinst. Und das wurde dann. Ich weiß auch, wie der heißt. Fortnite. Aber worum geht es, Alter? Geht schon um Mode. Für 10 Euro kannst du dir so einen Pulli kaufen. Next song. Das ist eine besonders schöne Werbung. Alter, guck mal, die macht Mayo auf ihr Ei. Oh nein, das kann nicht sein, ein bisschen Sojasauce drauf. So macht man das hier. Ich zeig dir mal hier ein bisschen Kaffeesatz draufkippen. Lecker, ja. Komm. Prost, Alter. Warum ist der jetzt auf einmal aus Modern Warcraft? Was? What happened, Alter? Das sah aus wie auf der Top-Lane, wenn jemand Garen pickt, Alter. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, das ist doch locker. Damit muss man immer rechnen. Faith! Okay, Square Enix. Aha. Alter, der ist ja irgendwie sauer auf dem Boden gewesen. Sein Arsch. Oh! Guck mal, seine. Nee, aber guck mal, wie geil die Werbung dafür gemacht ist. So, das kostet halt 1000 Euro die Sekunde. Ja. Die ist richtig gut gemacht auch, ne? Die ganze Partikelberechnung ist ein Scheiß. Oh. Richtig. Das schön kenn ich schon sogar. Das habe ich mir fast gekauft. Dann lädst du halt einfach deinen creepy Nachbarn, der zu viel Haarspray benutzt, einfach zum Essen ein. Ne? Guck mal, der singt die ganze Zeit laut in Japan, was sowieso schon mal. Das ist ein Fun Fact, das machen die ja nicht. Das ist übrigens ein Schnittfehler. Da ist ein Cut.
Und seine Hand ist weiter unten. Alter, Japan, was ist los mit euch? Könnt ihr keine richtigen Werbung schneiden, ihr Opfer? Bei uns ist nie ein Schnittfehler drin. Das ist Elvis. Plastik. Das ist einfach... Guck mal, er kündigt, glaube ich. Alter. Oh nein, das ist so eine Ekel-Suff-Suppe. Mhm. Aber die gehen halt richtig ab. Diese Zitronen. Hör, Mann, der kommt da an und sagt, hey Leute, ich hab ein Bier. Ja, die sind alle die überarbeitet. Die rasten halt alle aus. Macht er? Kommt der da aus einer Röhre wie Super Mario? Ja, oder? Ja, aus dem Rohr vom Zug. Das ist der Feierabendzug, den es in Japan einmal im Monat gibt. Okay, bevor es losgeht. Erster Frame, Luke. Okay. Worum geht's? Die sind offensichtlich bei Ikea. Und haben vor, irgendwas zu kaufen. Naja, es sieht für mich aus nach Bausparvertrag. Ich glaube, das ist wieder irgendwas zu trinken oder so. Glaubst du immer noch, dass das ein Bauspar... Es könnte tatsächlich immer noch eine Bausparwerbung sein. Gulden, die man damit verdient. Ah ja. Village House. Okay, was ist... Okay, also es gibt zwei Versionen. Nee, du hast recht, es ist Immobilienzeugs. Heidi! Das ist halt echt Heidi, ne? Missing. Okay, es geht um Nudeln. Der Hund verwandelt Nudeln sich in Einhorn. Das Problem ist, du kannst nichts sagen, was zu absurd für japanische Werbung ist. Es geht nicht. Der Hund wird jetzt zum Hulk und dann kotzt er in die Ecke und aus der Kotze kommt dann Thor mit so einer Nudelschüssel. Okay, let's go. Okay, es kommt nackte Engel. Und zwei Typen am Motorrad. Nani. Milch und Seafood. Das ist ja eine geile Mischung, Leute. Dem Hund gefällt es auf jeden Fall. Der geht aber richtig ab. Was? Das war doch kein Löw da gerade. Ein kleines Mädchen? Entschuldigung, was? Das ist aber jetzt die Dreifaltigkeit hier, oder? Keine Ahnung, aber ich dachte, das wäre ein kleines Mädchen. Aber der ist einfach zu so einem guck dir den aber an. Das ist doch, ich dachte, das wäre ein Mädchen. Ich dachte, das wäre diese Freundin von Heidi aus dem Rollstuhl. Der sieht aus wie Cheng Löw. Aber gerade Track. Okay, das sind gute Cosplays schon mal. Nein, das ist doch keine Real-Life-Verfilmung von One Piece, oder? Mit auf einem Netflix. Echten Elch. Netflix Originals, Alter, mit einem echten Elch. Obwohl, das ist kein Elch, das ist ein Rentier, aber ja. Die haben den scheiß Rentier in der Hose angezogen. Ja, natürlich. Okay. Ach, manche von denen sehen halt wirklich gut aus, manche sehen halt aus wie Lissabon. Ja. Das sieht jetzt wirklich aus wie ein Julian Bam Video. Ja, stimmt. Also, das ist nicht mal böse gemeint, nee. Aber das könnte ein Frame aus dem Julian Bam Video sein. Ist gut gemacht auch, ne? Also, das ist wirklich toll gemacht. Für ein Lissabon, meine ich jetzt. Indeed? Das ist eine Jobplattform. Das ist eine Jobplattform? Ja, aber das sind doch Piraten. Ja, die gut. Brauchen doch keinen Beruf. Aber Nami hat halt auch sehr wenig an. Power Rangers Nudeln. Nudeln! Alter, Neon-Nudeln. Ich würde sie direkt essen, Alter. Power Rangers Neon-Nudeln. Oh, ja. What the fuck, Alter? Damit kann der nicht gesund sein. Waren das die japanischen Avengers, Alter? Das sind einfach die Japan-Muppets. Also, das ist doch aber. Das ist doch alles schon mobile. Wieder mobile. Du kannst mir nicht erzählen, dass es neonleuchtende Nudeln gibt. Vielleicht in Fukushima. Sonst in Japan generell auch. Ich meine, es gibt viele verrückte Sachen, aber neonleuchtende Nudeln. Leuchtendes Essen kann nicht gut das sein. Das kann nicht gut für dich sein. Das ist halt auch das schlechteste Cosplay der Welt, Alter. Wenn du auf dem Final Fantasy Fan bist, sieht alles besser aus als das. Das ist das, was wir hinten mit deinem 3D drucken können, wenn wir wollen. Ja! Oh. Es wird absolut gar nichts mit Bowling zu tun haben, oder? Ohne Spaß, wenn der die Kugel jetzt in irgendwelche Anime-Figuren reinschleudert und die alle, oder, nee, Leute in Kegel-Outfits. Kommen sie noch? Nein. Verdammt. Opfer, Alter. Okay, der ist also schlecht. Und der ist ein Super Saiyajin. Big Ball. Deo. Okay, also das ist ein Deo-Roller für dicke Menschen mit größerem Bizeps. Ich liebe Zooms. Oh, Mobile Game! Oh, er ist... Meine Reaktion. Er war ich.
Oh, das war das Beste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Was ist Guck dir mal das an. Das ist doch aber kein... Das finde ich ein bisschen witzig für dich. Kann man damit... Man kann damit nicht bezahlen. Wieso sollte man denn damit bezahlen können? Warum will er damit bezahlen? Weil er fragt, hast du eine Karte? Und dann sagt er, ja, klar. Ah, mit Karte! Okay, jetzt... Okay, was soll das? Was ist denn jetzt los? Okay, ist das jetzt ein Freizeitpark oder ein Spa? Oder wieso verstehst du das nicht? Das ist hier dieses Pocari Sweat, was da drin ist. Der Pool voll mit Pocari Sweat. Einfach. Dieser Kotzbrühe. Junge, die ist lecker. Das ist so ekelhaft. Ich bin so traurig, dass ich trotzdem nicht verstanden habe, worum es geht. Aber Pocari Sweat finde ich gut. スーパーライト5周年です。ご覧ください。たくさんの人々が5周年を祝いしております。皆とても幸せそうです。私たちも嬉しいです。皆さん祝ってください。もっと祝ってください。さあ、もっともっともっと。Der stirbt. Er lacht, aber er weiß doch nicht, dass er gleich sterben wird. Weißt du, was ich am besten an dieser Werbung finde? Nichts davon sieht aus, als ob das in Japan jemals genauso stattfinden würde. Junge, Alter, das ist ja wohl japanisch. Ja, das schon. Alles, was danach passiert. Dann singen die Happy Birthday, dann kommt so ein Typ und belästigt irgendwie die Kinder, dann saufen die und dann laufen die alle in einem großen Ball hinterher. Und einer stirbt. Junge, der Typ ist halt, der ist doch safe da jetzt in dem Frame gestorben. Der hat sich gerade das Genick gebrochen, ja. Guck, warte. Können wir einzelne Frames vorgehen? Da! Das Genick ist kaputt. Ja, aber kann man ja für Werbung noch benutzen. Ja, Leute! Hashimimashite, konnichiwa, sayonara. Bist du eine Allergie? Du bist die ganze Zeit gesund. Holt euch Opera.